Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem Dark Souls 3 New Game Plus Plus Run. Schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Heute mit Teil 3 dieses Platin Gameplay Walkthroughs. Ziel ist es in diesem dritten Spieledurchlauf, alle plus 2 Ringe und die Häselgeste zu sammeln für die Platin Trophäe. Im letzten Teil sind wir zur Hohen Mauer von Lothric gereist und haben den Boss Ford vom Nordwindtal besiegt. Um das Banner, welches wir von der Hohepriesterin erhalten haben, hissen zu können und weiterzureisen. Außerdem haben wir den zweiten plus 2 Ring gesammelt, nämlich den Ring des bösen Auges plus 2. Auch haben wir einen Ring der Opferung gefunden und ich möchte einfach kurz anmerken, dass ihr mindestens einen dieser Ringe behalten müsst, welche ihr im Verlauf des Spiels finden werdet, nämlich für die Ringtrophäe, welches ihr wiederum braucht für die Platin-Trophäe. Gut, heute werden wir zur Untotensiedlung reisen, um gegen den Boss Fluchverderbtes Großholz zu kämpfen. Ein hässlicher, verfluchter Riesenbaum. Und natürlich zeige ich euch auch den Fundort vom nächsten plus 2 Ring, nämlich den silbernen Schlangenring plus 2. Nun gut, also dann, ich freue mich und würde sagen, ab in den Kampf, let's play! Ja, letztes Mal wurden wir hier hingeflogen von den Flugdämonen. Und jetzt kommen wir in die Untotensiedlung. Ganz viele Hundis. Sehr schön. Die machen die Arbeit für uns. Auch gut. Ha! Hat sie mich schon gesehen. Na kommt. Ich glaube aber, hier hinten kommen auch noch mal welche. Gehen wir kurz schauen. Ah. Da sind sie ja. Wusste ich doch. Ey. Böser Hund. Böser, böser Hund. Köderschädel. Kann man brauchen, um Feinde anzulocken. Ich glaube, hier hinten war der Pilger. Please, grant me death. Undo my shackles. Ja, da ist er. Ja, den holen wir uns natürlich. Oh. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Ja, Joel, der Pilger, fragt uns jetzt, ob wir seine Dienste annehmen wollen, und das machen wir natürlich. Oh, I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Joel of Londor, do solemnly swear myself to you. Ein paar Gratis-Level können sicher nicht schaden. Aushöhlung hin oder her. Mal schauen. Hebel ziehen. Das machen wir doch.
gehen wir gleich mal in das große Tor. Wen haben wir denn da? Ach schön, das nächste Leuchtfeuer. Entzünden wir gleich. Und ich glaube, von hier aus sieht man den großen Riesen schön dort auf dem Turm. Ja. Ich habe mich bereits im letzten Spieldurchgang mit ihm angefreundet. Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr nötig. Mal schauen. Wir werden sehen. Weil schon praktisch, wenn man mit ihm befreundet ist. Damit man sich nicht auch noch um die großen Pfeile von ihm kümmern muss. Und der einem stattdessen hilft, die Feinde abzuschießen. Ganz praktisch. So, sind wir da. Einen kleinen Lederschild. Ach ja, da erinnere ich mich noch gut daran. Hier ist... Huch, sind wir auch runtergeflogen. Doof. Hat uns jemand gesehen? Nee. Ah, auch gut. Abkürzung. Da ist der Knochen drin, den wir dann Grerat geben müssen von seiner Geliebten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie geheißen hat. Ja. Okay. Knochen von Loretta. Und ja, dann bekommen wir einen Ring von ihm dafür und er tritt in unsere Dienste. Das heißt, wir können dann unser Inventar bei ihm entsprechend erweitern, weil er ja dann für uns klauen geht. Und ich denke, das machen wir. Ist schon nicht schlecht. Also wir müssen den auf jeden Fall noch bei Gelegenheit befreien aus dem Knopf. Die Schlüssel haben wir ja das letzte Mal gesammelt. Ja, ja. Jetzt willst du es aber wissen. Böse Hexe. Ja, tu mich auf. Da hinten ist noch was. Seele eines furchtlosen Helden. Sehr schön. Seelen sind immer gut. Weg mit dir. Hier eine Glut. Da ist auch noch einer. So. Jetzt haben wir hier ordentlich abgeräumt. Gut. Also ich werde hier nicht alles erkunden in diesem Gebiet. Weil, ja. Jetzt würde es uns den Zeitraum sprengen. Einfach. Und wir wollen ja in diesem Walkthrough hauptsächlich plus zwei Ringe. Und hier ist die Kiste. Ja, ja, wusste ich doch. Wusste ich doch. Diese hinterträchtigen Bauern. Noch mehr Seelen. Und was haben wir denn da? Ein Berg. Der ist noch nicht fix. Okay. Ein bisschen stabiler Zwerg. Machen wir hier mal die kleine Tür auf. Schauen, wo wir hier sind. Da ist noch was. Caduceus-Schild. Ein Schild. Schießt jemand? Wer schießt denn da?
Ach, egal. Der kommt schon noch. Wenn er wirklich was von mir will. Wird er schon noch kommen? Ach, hier geht es ja auch noch runter. Genau. Da gehen wir jetzt gleich mal. Auch schade. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen für eine Jumpstack. Aber es geht auch so. Eine kleine Titanitscherbe. Da schießt auch noch jemand. Brandbomben. Ich gebe hier mal Sicherheit. Ja. Ein Leuchtfeuer. Sehr schön. Ja, wir sind noch ziemlich voll. Also ich will mal sagen, brauchen wir jetzt gerade nicht. Genau, ich glaube hier. Genau, das ist der Weg. Da können wir die nämlich von oben bekämpfen. Weil die Brandbomben. Die bösen Bauern hier. Und hier hinten, wenn ich mich richtig erinnere, jawohl, ist der nächste NPC, den wir freischalten können. Aha, das machen wir natürlich. Unkindled, are we? Kennt ihr sicherlich auch noch. Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. A crow Cornix. In his cage, as you see now. But here we are. An encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Ja, warum nicht? Most wise. Brauchen wir a chance encounter should not be squandered. Einen Unterricht. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. Wir haben ja schon alle Pyromantien. Aber wenn wir schon mal hier sind, eine Handaxt, warum nicht gleich den Cornix befreien? Ja, wir sind ja mal nicht so, ne? Wir sind ja eigentlich ganz nett. Ganz lieb. So. Naja. Wie man's nimmt. Okay. Gut. Muss ich mich kurz orientieren? Ja, ich denke, wir gehen gleich hier runter. Directly. Die nehme ich auch mal mit. Dass sie mir nachher wirklich fallen. Ich glaube, hier hinten war noch was. Jawohl. Noch mehr. Huch. Ein Zwerg. Wie soll es auch sein? Typisch Dark Souls. Immer diese Überraschung. Eine Hexe. Ja, aber die hat uns nicht gesehen. Dann gehen wir gleich weiter. Ich meine... Huch, ist noch immer um die. Ja, komm. Und tschüss. Noch mal einer. Bam. Eben, ich meine, hier unten ist der Eingang zum Gefängnis und ganz viele Ratten. Na kommt die Ratten. Die Ratten dann. Diesen kleinen Ratten. Naja, geht so. Aber es geht hier. Ganz süße Ratten. Aber ich glaube, die Kanalratten hier gehören nicht dazu. Ne. Huch. Mama Ratte. Das ist ein hässliches Vieh. Ein Blutbissring. Sehr schön. Ja, das hier habe ich gemeint.
Ja, aber da können wir jetzt noch nicht rein. Aber hier wäre der Zugang zum Gefängnis. Brauchen wir den Gefängnisschlüssel? Oder bräuchten wir, wenn wir die, ich weiß nicht, Carina, hieß sie, glaube ich, die Klerikerin befreien möchten? Aber die brauchen wir ja eigentlich nicht wirklich. Also, weiß noch nicht, ob wir das machen werden. Mal schauen. Ihr könnt es mir ja in die Kommentare schreiben. Soll ich nicht. Das nächste Leuchtfeuer. Wunderbar. Haben wir ja natürlich gleich entzündet. Und ich nehme mal wieder einen Flakon. Sicher. Jetzt muss ich kurz überlegen. Oh. Finstergeist. Finstergeist Tempel Ritter Hordrick ist eingefallen. Okay. Der Hordrick. So sieht man sich wieder. Alter Junge. Faller Sack. Na komm. Komm. Ja, der lässt sich jetzt sein. Wo ist er denn? Kommt er jetzt oder nicht? Ja, super. Macht er jetzt dort oben? Also ich warte jetzt hier mal kurz, bis er kommt. Ja, jetzt hat er mich gesehen. Das hat aber eine Weile gedauert. Nun gut, schauen wir mal. Schlecht. Aber ich bin auch stark, wisst ihr, Junge? Na, jetzt tankt er sich noch auf. So nicht. Nee. Hast du gedacht? So nicht, Hoppig. Die Bande der Wirbelsäule. Ja, so ein Alt-Item kann man sammeln, wenn man es noch nicht gemacht hat. Braucht man ja eben diese ganze Alt-Items, um da auch noch an spezielle Wunder, Pyromantien, Zauber ranzukommen. Kommt er jetzt? Nee. Das war jetzt aber... Ja, ich habe wieder mitten im Türbogen. Super. Das war knapp. Das war knapp. Okay. Du Hexe, ich höre dich schon von Weitem. Ja. Komm ja schon. Nee. Boah. So nicht, Madame. So nicht. Gut. Okidoki. Okidoki. Ja. Kurz überlegen. Wir müssen ja jetzt... Ja, wir hätten eigentlich gar nicht mehr hier rauf müssen. Egal. Nicht schlimm. Eigentlich wollte ich ja hier nur die Abkürzung freischalten zum Leuchtfeuer. Das haben wir ja jetzt gemacht. Das Tor dort haben wir geöffnet. Und dann kam ja der Hordrick und hat mich abgelenkt. So war das nämlich. So. Okay. Zurück auf den Weg, wo wir waren. So.
gehen wir nämlich hier weiter. Dort hinten. Das kann ich nicht sehen, aber dort hinten erwartet uns dann der nächste Boss, das Flufe der Großholz. So. Aber wir gehen jetzt hier weiter zuerst. Weil wir brauchen ja noch den Ring. Den plus 2 Ring. Den silbernen Schlangenring. Schauen, dass hier schnell genug bin, weil schon der zweite. Ja, ja. Hast du gedacht, ne? Du, wenn sie nicht war. So. Weg mit dir. Eine Großmachete. Noch meine Großmachete. Und eine Glut. Sehr schön. Da ist noch so einer. Das ist ein Riesentopf. Oh, riesig, ja. Jetzt war ich, glaube ich, etwas gut. Und tschüssi. Kurz schauen, hier noch ist. Noch mehr Seelen. Sehr schön. Die. Nochmal ein Hundi. Und ein paar Köderschädel. Okay. Jetzt gehen wir hier zum Tor. Und das ist nämlich der große Turm, wo der Riese drin ist, oben drauf und mit seinem Bogen schießt. Ja. Another one of those unkindled, are you? Hier, der Beschützer. All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. Ja, Morgan hieß der, glaube ich. Der hat eine coole Rüstung, die habe ich lange getragen. Und hier, ja, hier wäre dann eben die Karina, glaube ich, hieß sie. Da können wir jetzt aber noch nicht rein. Gut, dann gehen wir jetzt da mal in den Turm. Und hier werden wir auch gleich auf den nächsten NPC treffen, nämlich Siegward. Siegward, oder? Ah doch, da kommt er her. Der Siegward. Hallo Siegward. Das sieht so lustig aus für dich. Mit Zwiebeln. Zwiebel, Siegward. Oh. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegward of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Yes, have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Oh, wir helfen ja gerne. Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up.
And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Jo, hat jetzt das Problem mit dem Lift, mit dem Aufzug. Weiß nicht, wie raufkommt zum Riesen, weil dieser hier fährt ja nur runter. Dabei ist es so einfach, Sigvard. So einfach. Naja. Ehrlich gesagt, ich habe auch 2, 3 Anläufe gebraucht, bis ich es rausgefunden habe. Damals. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Voilà. Jetzt haben wir nämlich den Aufzug, den wir brauchen, um heraufzukommen. Oh, oh. Zum Riesen. Diesem Riesen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich gehe kurz schauen, wenn wir schon hier sind. Ganz kurz. Sorry. I help anytime. Jawohl. Okay. Der hilft uns schon. Gut. Dann ist das wirklich noch aktiv vom letzten Run. Vom New Game Plus. Ja, dann können wir eigentlich auch schon wieder runter. Jetzt muss ich aber hier, glaube ich, war das irgendwo. Genau. Rausspringen. Ich meine, hier war auch noch was. Ja. Der Lebensring plus 1. Und jetzt sitzt der gute Sidor schon da. Und ja, ich denke, wir helfen ihm, den Feuerdämon zu bekämpfen. Weil... Ah. Erstens müssen wir hier don't disappear durch. Like that. You had me downright und worried. But thanks to you, der an epiphany has struck me square in the head. Bekommt eine Titanitscholle. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. Würde sich ja vielleicht noch lohnen, ob wir die so weit verfolgen werden. Jo. Und I win. I'm anyhow. I know. Zu lange Zeit verdödeln, weil es eh klar, was wir machen müssen. Feuerdämon gehen und mit Sigvard diesen bekämpfen. Sigvard? Hallo, Sigvard. No. Ah, you should have waited. Schon gedacht. Well, it's too late now. I, Sigvard of the Knights of Katarina, fight by your side. Ah! Dead walk knob. Dead walk knob. Ja, damit geht es immer besser. Danke, Sigvard. Einen feurigen Edelstein haben wir bekommen. Cool. Jo, von dem erhält man übrigens auch noch Gesten. Falls ihr noch nicht alle habt, bis auf die Häselgeste. Aber da ich die schon habe, bekomme ich die auch nicht mehr. Aber ein Siegbräu. Ja. Long may the sun shine. Stoßen wir doch an zusammen, Sigvard. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Ja, ja, schlafen tut gerne, der Sigvard. Gut, dann lassen wir ihn mal schlafen. Hier ist noch was. Eine Großkeule. Ich check das hier jetzt wirklich auch nur so grob ab. Okay. Gut. Dann würde ich sagen,
Gehen wir weiter, da brauchen wir nicht das Item dort, ist nicht so wichtig. Wir gehen jetzt hier weiter. Da ist noch was. Rotes Käferkügelchen. Ja. Kann man Waffen damit Nee, nicht. Nee, nee, nee. Das schützt, glaube ich, gegen Feuer. Macht einen etwas resistenter gegen Feuer. Ja, war ja klar. Ich habe euch schon gesehen. Sehr hässliche Dinger hier. Lebendige Käfige mit Leichen drin. Wie hässlich ist das denn? Noch mehr Köderschädel. Jo, dann gehen wir hier weiter. Komm, Hundi. Na komm. Nicht kommen. Dann komm ich halt. Geht auch. Eine Schatzkiste. Das war ja klar. Die Stab so. Immer die Gefallene. Nee. Weg mit euch. Menschliches Herz. Viermal. Cool. Kann man auch Waffe damit verstärken? Weiß jetzt nicht mehr, was es war. Zwei Hexen. Ich nehme mal lieber einen Flakon. Ja, vielleicht wäre es sinnvoll, eine Hexe mal zuerst hier hinzulocken. Also, der tut nichts gebrochen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann habe ich mich gleich bei damals. So. Die erste Hexe ist tot. Ich muss mir abgewöhnen, rein zu laufen. So schnell. Jo. Ich darf nicht zu selbstsicher werden, nur weil ich jetzt zu stark aufgepimpt bin. Verheerend. Jetzt muss ich kurz schauen. Kurz orientieren. Ja, nee, das war schon richtig da. Treppe rauf. Und dann war hier hinten. Vielleicht habt ihr es auch durchschimmern sehen. Der Flints Ring. Der Flints Ring. Aber genau. Dort unten ist auch noch was. Seht ihr es? Da müssen wir hin. Weil hier sollte eigentlich unser nächster +2-Ring sein. Ja, super. Der silberne Schlangenring +2. Wunderbar. Sehr schön. Haben wir den. Nun gut, nun gut. Ich glaube... Hier kommen wir nicht mehr wirklich weiter sonst. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich schaue mal kurz zur Sicherheit. Nee, hier geht es nicht weiter. Gut. Dann nehmen wir einen Knochen. Oder, ja, kurz schauen. Nee. Habe ich jetzt gar nicht ausgerüstet. Ja, dann nehmen wir einen Knochen. Geht schneller, als jetzt hier noch
lange zu suchen. Muss kurz schauen. Wo haben wir denn die Knochen? Die Knochen, wo sind sie denn? Knochen von Loretta. Ah, hier. Heimatknochen. Ja, benutzen bitte. Leuchtfeuer der letzten Rast. Das ist eigentlich okay so. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Boss bekämpfen. Das können wir dann auch gleich von hier aus tun. Ich werde jetzt aber kurz speichern. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie. Jo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Also dann, weiter geht's. Auf in den Kampf gegen das fluchverderbte Großholz. Aber zuerst müssen wir uns mal um den da kümmern. Ja, ja. Komm, ruhig. Selber schuld. So, hier sollte uns jetzt denn eigentlich der Riese behilflich sein. Seht ihr hier die Pfeile? Jawohl, dankeschön. Aha, praktisch. Sehr praktisch. Muss ich nicht mehr viele bekämpfen. Auch gut. Eine Kräuter. Ja, ja. Zu spät, aber danke trotzdem. Jo. Und schauen wir mal, was es hier so gibt. Eine schwindende Seele, eine Glut und eine große Seele eines stolzen Paladins. Und weil wir hier bei der weißen Birke stehen, bekommen wir hier junge weiße Zweige. Und wie ihr ja sicherlich wisst, kann man die brauchen für den Riesen und anderen. Wenn man noch den Ring von ihm brauchen sollte für die Ringtrophäe. So, ich weiß gar nicht mehr, was das da hinten war. Mal schauen. Ein Untotenknochensplitter, ja, also. Die brauchen wir ja jetzt auch nicht mehr wirklich. Das Leuchtfeuer ist auf Maximalstufe. Flakons auch. Hier hinten gibt es sicherlich noch was. Jawohl. Was haben wir denn da? Die Asche eines Bestatters. Sehr schön. Die können wir gebrauchen für die Schreinmaid. Huch. Ja, genau auf mich drauf. Das ist aber nicht nett. Kleiner Zwerg. Der lebt sogar noch. Die sind schon stärker geworden auch. Ja, Blauholzschild, Klerikerhut, blaue Klerikerrobe, Klerikerhandschuhe, Klerikerhose. Nice, wenn man als Kleriker unterwegs ist. Ich kann es nicht gebrauchen. Ju. Aber die Asche, wie gesagt, die können wir schon brauchen. Weil es sicher nicht schlecht, wenn wir
die Schreinmaid etwas aufpimpen, damit wir bei Bedarf dort noch etwas Inventar kaufen können. Oh. Du warst jetzt aber ganz schneller. Ja, du bist zu spät. Du bist ja auch ein lustiger Riese. Ne. Ja, wieder so ein Rotäugiger. Mag ich nicht. Oh, da ist noch was. Wollen wir es versuchen? Why not? Gut, eine Großsense. Eine Großsense für den Sensemann. Ich bleibe bei meinem Schwert. Und hier werden wir auch schon. Jawohl. Der nächste Boss wartet hier auf uns. Genau. Cool. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich jetzt. Ein Bosskampf. Und hier ist, glaube ich, das Tor. Ja, genau. Das können wir jetzt nämlich von dieser Seite aus auch öffnen. Ich habe euch ja vorhin kurz gezeigt, ein bisschen vorher im Spiel, wo das der Boss ist. Und jetzt sind wir einfach auf der anderen Seite des Tors. Okay. Jo denn. Ich würde mal sagen, nehmen wir den in Angriff. Seht ihr ihn? Ja, der hässliche Baum. Wenn ich mich richtig erinnern mag, muss man, jo, wie soll ich das jetzt sagen, aber, seine Eier attackieren, sorry. Aber ist so. Dann machen wir gleich mal weg da. Mal um deine Jungs. Muss ich nicht was machen. Alles klar. Ja, ich aber auch. Du war das nicht gemeint, mein Lieber. Ich will das nur hier an deine. Ja. Okay. Jetzt gehen wir schon in die Unteretage. Yeah.
Okay, da war auch schon. Das heißt, Ei. Nein, der hat aber nicht wieder recht. Na, dann voll. Voll. Ja. Der war ja klar. Oh, echt jetzt? Der macht mir jetzt noch gar nicht einfach. Weißt du? Okay. Auf die Hand. Des Baums. Des hässlichen, verfluchten Baums. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön, die Seele des fluchverderbten Großholzes und den Wandlungsofen. Gut, gut, gut. Den werden wir auf jeden Fall brauchen, weil ich glaube, ich habe noch nicht alle Waffen, die interessant wären. Bosswaffen. Und in diesem Wandlungsofen kann man ja die Bossseelen in Bosswaffen umschmieden. Heimatknochen, auch immer gut. Und der Kriegsgott Holzschild. Hier ist noch was, genau. Der Opferaltar. Also wenn man jetzt den Eid dann entsprechend ausgerüstet hat, kann man hier dann die entsprechende Eid-Items bringen, aber das kennt ihr ja schon. Ich hoffe mal für euch, ja, dass ihr das schon erledigt habt, die ganzen Eid-Items gesammelt habt. Das war wirklich eine langwierige Sache. Jo, coole Sache. Wir haben es geschafft. Wir haben das fluchverderbte Großholz erfolgreich besiegt. Und wir haben auch den nächsten +2 Ring gesammelt, nämlich den silbernen Schlangenring +2. Jo, cool. Somit sind wir der Platin-Trophäe schon wieder etwas näher. Und jo, ich denke mal, als nächstes werde ich vermutlich einen kleinen Zwischenteil machen, in welchem wir Greirat befreien und uns auch noch die Feuerhüterseele holen, damit wir das geheime Ende freischalten können, falls wir denn das möchten. Jo, und anschließend im nächsten Teil werden wir dann zum Pfad der Opferungen reisen und gegen den nächsten Boss kämpfen, nämlich den Kristallweiser. Jo, den nächsten +2 Ring, den werden wir natürlich auch noch sammeln. Das wäre dann der Chlorantiering +2. Okidoki. Ja, unbedingt dranbleiben. Es bleibt weiterhin spannend. Und schade, es ist schon wieder vorbei. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Und es wäre schön, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Ja, und falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne ein Like hinterlassen. Kommentieren, abonnieren, wie auch immer. Ich würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Gamen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal zu meinem Platin Gameplay Walkthrough mit Dark Souls 3 New Game +++. Also dann, macht's gut und bis bald.